20. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Feldheim. Nochmal zur BWU fahren. Die steht seit längerem still. Mich hat jetzt Energiequelle angeschrieben und mir Bescheid gesagt, dass das Repowering im April losgehen soll. Ja, deswegen besuche ich die Anlage jetzt hier nochmal. Das ist vielleicht das letzte Mal, dass ich die so filmen kann jetzt, ne? Weil den geht's im April dann los. Ja, dann war es das hier mit diesen vier Enercon E66 und einer BWU. Ne? Die kommen alle weg und dafür kommen halt zwei Enercon E38 EP3er her. Ne? Ja. Eine Enercon steht auch schon seit längerem. Meine Info ist, dass diese E66 einen Genoschaden hat. Also lohnt sich auch nicht mehr, wenn sie eh wegkommt. Trudelt sie lang hin jetzt halt. Ne? Ja, und die anderen drehen sich noch fleißig, die anderen drei. Ja, so viel dazu. Da sieht man schön die BWU. Ja. Die grünen Flächen wurden jetzt auch schon freigeschnitten und die Wege wurden wohl auch schon gemacht, jetzt habe ich gehört. Will ich mal gucken. Vielleicht komme ich auch noch mal mit dem Fahrrad hierher, weil so weit ist ja nicht von mir weg. Mal gucken. Ja, aber ich wollte heute noch mal meinen freien Tag mal gucken, hier wie es aussieht. Nochmal ein Update bringen von Feldheim und halt Bescheid geben, dass es dann jetzt im April losgeht. Ja. Es ist schon für mich übelst krass, weil ich ja wirklich mit 16 Jahren so war mit meinem Moped, habe ihr Zelt aufgeschlagen und habe das alles so gefilmt, dokumentiert, ne? Und da war alles halt niegelnagelneu neu und jetzt ist alles alt und es kommt weg. So, ne? Schade. Die BWU, der GEMA, die wird jetzt auch schon, ja, weiß nicht, ob die schon stillgelegt ist, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall geht's jetzt los. Deswegen zeige ich euch das nochmal. Ja. So, jetzt bin ich in Feldheim. Ja. Energieautarkes Dorf, so sieht das hier aus in Feldheim, ne? Ja, hier haben sie schon alles weggeschnitten. Ja, mal gucken, wie der Weg ist. Ich hoffe, das ist jetzt auch besser. Auf jeden Fall ein bisschen Platz gemacht hier. Für die 138er dann, die Riesendinger. Ah, es verändert sich halt wieder was im Windpark hier. Und das war noch nicht alles dann, das wird doch weitergehen mit dem Repowering. Wir haben ja noch mehr ältere Anlagen, die jetzt da weiter links, die man da sieht, die sind ja auch nicht mehr die jüngsten. Die E66 und E70 Anlagen, ne? Das werden dann die nächsten sind, die hier verschwinden. Aber erstmal ist diese Reihe hier fertig, ne? Die gute alte Reihe, so wie man sie kennt. Ja. So sieht man halt den Windpark, wenn man reinfährt in Feldheim. Ist immer so bekannt gewesen, ne? E66 und dann die BWU halt. Und wenn die weg ist, die BWU, ist das nur noch ein reiner Enercon-Windpark. Also hier haben sie den Weg definitiv noch nicht gemacht. Total scheiße hier mit den Schlaglöchern. Oh, Katastrophe. Manu. Ja, hier haben sie ein bisschen grün zurückgeschnitten, alles schon mal, ja, klar. Aber den Weg wirklich planiert schon mal, schön gemacht? Nee. Immer noch so mit Schlaglöchern übersät. Schade. Na, ich fahre mal die Reihe bis hinter zur BWU. Und, ja. Werden wir da nochmal filmen, ne? Ja, hier ist schon irgendwie was abgesperrt schon. Keine Ahnung, was das hier zu bedeuten hat jetzt. Ich denke mal, das wird, naja, Kranstellflächen wird, das muss alles nochmal neu verdichtet werden hier, der Boden, ne? Ja. Oh, ist das ein Schweineweg. Meine Güte, du. Oh, ist das krass. Da kommen die schon mal weg, ey. Also das ist für mich echt krass. Das sind 25 Jahre einfach mal so flutsch weg. Vorbei. Ja. Es hat halt meine Jugend mitgeprägt, dieser Windpark hier. Also dieses, nicht dieser Windpark, der ist klar, dieser Windpark auch, ja, aber das Erbauen halt, ne? Das, ja, weil ich halt alles so erlebt habe und jetzt kommt das weg. Jetzt ist das schon alt wieder. Ja, guck's dir an, jetzt wird hier der Platz bestimmt neu verdichtet alles, ne? Und dann geht das los hier. Oh Mann, ist das krass. Krass, krass, krass. 25 Jahre, ne? Starten sie hier. Ja. 98, 99, glaube ich, war so. Meine Erinnerung. Ich kann ja noch mal irgendwann ein Video zusammenschneiden. Wie die errichtet wurden und dann wieder. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Zeit, dass ich da nicht gerade arbeiten bin, dass ich das hier ein bisschen festhalten kann, dokumentieren kann. Also ich darf es auch filmen von Energiequelle aus, fotografieren, nur halt ja, so Mitarbeiter nicht filmen, halt unkenntlich machen, so, wenn ich welche drauf habe. So, ne? Aber ist ja klar. Versteht sich ja von selbst. Ja. Auf jeden Fall vielen Dank für die Infos, ne, die ich dann bekomme. Ja, und hier ist die Enercon mit Genoschaden, wenn das stimmt, ne? Also die steht wirklich schon lange. Und die BWU steht jetzt auch schon länger, leider. Siehst du, mein letztes Video, was ich rausgebracht hatte, vor 3 Monaten war das,
Wann war das? Am 15.10.2023 hatte ich ein Update gebracht von Feldheim, ne? Wo ich das dann wusste. Die BWU, die wurde errichtet am 13.11.1998, ne? Ja, und dann kam halt noch die Enercon die 66 dazu. So viel dazu. Also der Weg ist eine Katastrophe, sag ich nur, ey. Das ist, oh nee. Mann. Also nächstes Mal komme ich mit dem Fahrrad hierher. So, hier ist die nächste. Hier ist die E66 mit dem Genoschaden. Ah, die wird man nicht so sehen, ne? Mal ein bisschen Fenster runter machen. Ja. Oh krass, wie sie alles mit Flatterband hier abgesperrt haben sozusagen. Und die BWU, die hat schon eine Y-Stellung. Wenn die niemand nicht schon vorbereitet ist für ein Abbau, ne? Das sieht mir schon balle so aus. Aber ich finde es ja gut, dass die E66 hier noch drehen, die Dreie. Ne? Die Tapferen, ey. Die könnten sich noch jahrelang hier drehen eigentlich. Aber ja, ich verstehe auch die Eigentümer. Ne? Die wollen ja auch das meiste rausholen aus diesem Standort hier. Und es ist halt lukrativer, sich neue Anlagen hinzustellen. Obwohl die alten wirklich noch, ja, weiterlaufen könnten eigentlich. Aber das ist halt so und muss man so akzeptieren. Ja. Ist halt wirtschaftlicher, die neuen Anlagen. Wenn du überlegst, so eine 138er macht, was macht die 4,2 Megawatt? Das sind fast drei so eine E66 schon, ne? Einer macht ja 1,5. Ja. Das ist halt so. Ich bin mir sicher, wenn du noch ein bisschen pushen würdest, die 4,2 könntest du noch ein bisschen mehr rauskitzeln. Wir können es auch 4,5 rausholen, wahrscheinlich, ne? Ja, alles mit Flatterband hier. Krass, ne? Warum das so gemacht ist, frag mich mal. Ich weiß nicht, ob hier dann... ja, warum macht man das? Was hat das für einen Grund jetzt? Ist das, ja. Da bin ich jetzt auch überfragt. Da müsste ich dann auf die Kommentare hoffen, dann, dass mir das jemand erklärt, warum die das hier mit Flatterband so viel abgesteckt haben, ne? Tja, weiß ich nicht. Was das für eine Bedeutung hat. Das sieht ja echt krass aus. Das filme ich mal aus der Luft da mit der Drohne, dann seht ihr das mal von oben. Ja. Geil wäre es, wenn die BWU hier bleiben würde. Aber gut, das ist halt utopisch, ne? Das wird nicht passieren. Aber wie gesagt, wenn sie weg ist, dann ist es wirklich ein reiner Enercon Windpark hier im Feldheim. Gut, übergreifend dann nach Malterhausen rüber, da kommt dann noch Vestas ins Spiel, ne? Da stehen ja auch einige rum, aber auch nicht so viel. Enercon hat die Macht hier. Genau. Ich würde es ja auch cool finden, wenn noch ein paar größere Enercon dann irgendwann mal folgen, hier die 160 und sowas, ne? Ja, das wird sowieso passieren irgendwann, ne? Weil die 138 kann ich auch langsam nicht mehr sehen, die stehen ja echt überall rum schon. Am Anfang war es noch echt was Besonderes, wo ich der ersten Prototypen abgefilmt hatte hier in Kirchmulsow, ne? Die 126er. Ja, aber jetzt siehst du die ja überall. Ja, und hier sowas schönes altes hier, das ja ist halt leider alt und sowas wird es nie wieder geben, ne? Und deswegen halte ich das nochmal fest. Für die Nachwelt, ne? Ja. Die gute alte BWU. Ich werde sie auf jeden Fall echt vermissen. Und die Flügelblattspitze, ja, die könnte mir auch gefallen, ne? Für den Garten. Cool. Das sind ja auch ein paar Meter, was die dann hat. Ja. Die könnte mir echt gut gefallen. Geil. Aber ich denke mal, die ist schon stillgelegt. Das kann ich mir gut vorstellen. Die ist doch noch nicht still. Die dreht sich noch ein bisschen. Die kann noch ein bisschen trudeln, ne? Ja, das sieht schon krass aus mit dem Flatterband hier. Irre. Aber welche Bedeutung hat das? Frag mich mal. So, da die fetten 141er, die letzten ihrer Art, ne? Ja. Nur stehe ich hier unter der BWU. Das sieht irre aus. Also wer die Arbeit machen musste, der tut mir leid. Wirklich. So eine Scheiße hier. Das wird alles halt, ja. Frag mich mal, für was das ist. Das würde ich mal gerne wissen. Warum? Krass. Das sind alles so eine Felder aufgeteilt hier, ne? Das sieht ja irre aus. Tja, 23 hat sie noch gekriegt hier. Die gute. Steht doch nicht im Wind, ne? Das sieht irre aus, oder? Das sieht schon krass aus hier mit dem ganzen Flatterband. Ja. Meine Güte, ey. Warum macht man das? Heftig. Das interessiert mich mal wirklich. Na, vielleicht kann es mir jemand dann erklären.
ist das vermessen oder was? Oder das sind alles halt so eine Kästchen, ne? Krass. Also wer das machen musste, wirklich Wahnsinn. Scheiß Arbeit. Alles hier Rindstangen. Oh, die Pfähle sind gut. Schönes Anmachholz. Geil. Ja, so sieht's aus hier am Feld dann, ne? Noch drehen sie sich und dann sind sie weg. Die BWO, wie gesagt, trudelt noch leicht. Hier sieht man schön die Flügelblattspitze. Die schöne bunte. Ach, herrlich. Ja, vielleicht komme ich nochmal mit dem Fahrrad hierher und filme nochmal vielleicht nochmal kurz. Ja, ich werde mit der Drohne nochmal fliegen. Und so viel dazu. Erstmal hier das neueste Update hier in Veltheim. Wie gesagt, April geht's los. Nicht mehr lange. Dann kommen sie weg hier. Alle fünfe. Dann hat sie es. Mann, ey. Schade. Die gute BWU, ey. Das tut mir echt übelst leid. Und dann die schöne E66 hier. Mann. Aber es muss halt so sein. Das ist so der Werdegang und das muss man akzeptieren. Ja, auch wenn es schwerfällt. Tja, und dann sind die hier weg und dann hier kommen hier zwei E138er her. Krass. Auf 131 Meter. Sieht bestimmt auch geil aus. Auf MST-Turm, das ist schon mal schick. Das hier fällt mir sehr gut. Ja. In der Nähe von hier, von den fetten E141. Ne? Geil. Die haben ja Club noch eine Namenhöhe. Was waren es? 135 Meter? So ungefähr, ne? Ja, die höchsten bleiben dann quasi die 115er da hinten auf ihren 149 Meter Höhe. Geil. Ach, schön. Aber hier wird sich dann im Laufe der Zeit ordentlich was verändern. Wenn ich die ganzen E70 noch sehe, die da hinten stehen bei den E115 und dann die E66 hier. So viele haben wir ja nicht mehr hier. Wir haben E66, haben wir ja die Viererreihe hier vorne auf ihren Betonturm. Und dahinter haben wir ja nochmal drei Stück. Ja, 7 Stück waren das nur noch hier. Dann krass. Dann sind sie alle weg, ne? Ja. Oh, da kommt auch ein Auto. Na dann. Cutie. Ich filme die Drohne mal. Wenn ich weiß, für was die Dinger sind, das schreibe ich dann ins Video rein hier. Diese Absperrungen, ne? Kann auch für Kranteile und sowas sein, aber dass sie das so abstecken, dann ist schon merkwürdig. Habe ich so noch nicht gesehen. Ja. Wenn ich es weiß, schreibe ich es auf jeden Fall ins Video rein. Ich denke mal, bis dahin werde ich es wohl erfahren, für was es ist, ne? Übrigens hier, BWU hatte 70 Meter oder hat 70 Meter Namenhöhe und die E66 haben 85 Meter. War ich leider nie oben drauf, wäre ich auch mal gerne gewesen, aber es wird leider immer schwieriger auf so eine Anlage hochzukommen. So, gut, dann machst du es hier erstmal von Veltheim und ich hoffe, dass ich zur richtigen Zeit dann hier bin, wenn der Kran steht und die erste Anlage verschwindet, ne? Das wird echt komisch. Ja, Judy, vielleicht kriege ich ja noch so eine Flügelblattspitze ab. Mal gucken. So, im Anschluss folgt das Drohnenvideo, dann viel Spaß damit und Rini hauen. Hier noch ist er wild. At 29 and I find myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours.
lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be.